Hallo und willkommen zurück zu Phoenix Point Year One Edition. Ja, Year One Edition war das. Und wir werden jetzt mal schauen, was denn hier als nächstes kommt. Denn ganz konkret ist jetzt erstmal nichts in Planung. Wir werden das mal anschauen. Wir müssen das eine Team, also das Team muss noch ein bisschen regenerieren. Die hier sind auf dem Weg nach Hause. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Oh, da ist jemand angekommen. Und da können wir Nahrung kaufen. Und das sollten wir jetzt hier auch machen. Und dann fliegt der... Da ist einfach mal so ein... Keine Ahnung, was der Strich hier ist. Da muss ja auch jemand drüber fliegen, aber wieso fliegt... Kommt dann da nichts hin? Das ist leer. Das ist auch leer. Ich muss mal gerade gucken. Der Neuner, das ist der, der irgendwann zu einer neuen Basis fliegen soll. Das heißt, der kann im Grunde jetzt ja, irgendwas tun. Da kriegen wir neue Nahrung, dann fliegen wir da mal rüber. So, da können wir auch handeln, wenn wir was hätten. Das ist der Achter und der Achter, der sollte eigentlich nur nach Ostafrika. Oh, da haben wir, ne, da haben wir nichts, weil die das Schrottdeals sind. Und hier die haben nichts. Okay, dann werden wir da auch nach Hause fliegen. Die haben nichts zu tun. Die sind jetzt hier angekommen, die können erkunden. Ich glaube, eine Mission können die noch machen, wenn es denn überhaupt jetzt zu einer Mission kommen sollte. Und dann sind wir hier angekommen und können auch nochmal Nahrung kaufen. Und dann gibt es hier wahrscheinlich auch noch... Ne, da gibt es auch nichts. Das ist der Neuner. Ja, ich wollte einen. Einer ist hier noch am Rumsitzen. Das ist der... Die Sonja. Sonja. Die muss eigentlich zum anderen Kontinent. Deshalb werde ich da mal hinfliegen und die abholen. Und rüberbringen. So, der ist jetzt hier angekommen. Da ist aber halt jetzt gar nichts zu machen. Die könnten auch rumfliegen und schauen, dass sie Leute einsammeln, rekrutieren. Aber da ist halt im Moment auch nicht viel. Vielleicht sollte ich mir auch mal überlegen, was ich denn überhaupt mit dem letzten Team noch machen will. Ich habe 3 Sniper und 1 Stürmer. Wahrscheinlich ist ein 2. Stürmer nicht schlecht. Andererseits bin ich da meistens diese Fähigkeit am benutzen, dass ich den anderen Punkte gebe. Was jetzt auch nicht der Hit ist. Am allerstärksten, finde ich, sind Sniper und die schweren wegen dem Laser. Und da haben wir jetzt nicht wahnsinnig viel. Naja, okay. Naja, warten wir einfach hier. Ja, Fluggerät repariert. Und der ist angekommen. So, und jetzt müssten die hier aber bereit sein, oder? Naja, noch nicht ganz. Aber dann machen wir hier mal wieder auf langsam. Jetzt sind sie fertig. Gehalt ausgeruht. Genau. Und hier haben wir noch einen Stufenanstieg. So. Das ist hier ein Tarnmensch. Der könnte hier Meisterschütze nehmen.
Spinnen-Drohnenschwarm mit einer Aktion. Genauigkeitsbonus minus verursachter Schaden. Mit einer Waffe, über die du Kenntnis hast, um 30% erhöhen, wenn keine Feinde. Mhm. Nehmen wir das. Ja, ansonsten haben wir da jetzt nichts. Dann gehen die auch jetzt auf die nächste Mission. Und zwar dahin. Der Skorpion. Und dann können die auch eventuell dahin. Da müssen wir ja anscheinend nur was abgeben. Ja, wir können dann hier noch die Fragezeichen abarbeiten. Aber dann fliegen wir jetzt darüber. Nummer 1. Ah, da haben wir auch nochmal einen Stufenanstieg. Das ist ein Spion, ein Infiltrator. Naja, das hier ist auch nicht verkehrt. Ja. Jins Hiker. Ja, da weiß ich noch nicht. Eventuell, dass ich den mit einem Soldaten kombiniere oder so. Dass wir da halt die Boni ein bisschen streuen. Plus, das hier ist auch eigentlich ganz gut. Aber Willenskraft kann damit als Infiltrator sowieso nicht so viel machen. Ja, lass mal die Punkte. Ich meine, wir könnten dann auch das hier steigern. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht so doof. Ach komm, nehmen wir die Willenskraft hier mit. Ja. Und, ja. Darüber. So, Produktion. Da haben wir unseren Laser für den Rücken wieder bereit. Die Arme wären natürlich auch sehr schön, wenn wir die wieder haben würden. Mit 2 Stunden wird das aber etwas knapp werden. Jetzt müssten so langsam 1 Stunde, das könnte funktionieren. Ja, die haben das geschafft mit der Abwehr. Und das dauert noch ein bisschen. Genau, der Himmel kommt jetzt an. Mhm. So. Personal. Dann laden wir den hier in den Helios. Eigentlich können wir den auch mitnehmen. Das macht aber andererseits dann wieder auch gar keinen Sinn, weil der auch hier hin muss. Das heißt, er kann lieber hier bleiben, um zu trainieren. Wir könnten mit dem, weil wir hier oben schon sind, wo würde der denn rüberfliegen müssen, wenn wir jetzt dahin fliegen? Was ist denn der schnellste Weg, sagt er. Der sagt, hier oben drüber. Okay, dann fliegen wir die hier ab und werden da auch nochmal Nahrung einhandeln. Ja. Hopp. Mittelamerika wird angegriffen. In 24 Stunden. Naja, das sollte ja kein Problem sein. Das Team ist halt auf dem Weg. Ich weiß nicht, wie fit die in 24 Stunden sind, aber die sind auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt da. Ja. Die sind jetzt fertig. Was war das?
Irgendwas ist passiert. Wahrscheinlich, weil ich den einen Typen noch angewählt hatte. Und der da... Ne. Oh, bin ich da hingeflogen? Hm. Oh, okay. Ja, das können wir aber dann machen. Dann, das ist ja jetzt mit dem ausgerüsteten Team. Ja. Das erledigen wir dann auch direkt. Und dann können die danach auf jeden Fall nach Hause. Dieses Ding da haben wir ja jetzt wieder. Angebracht. Blöpp. So. Und die anderen angebracht Sachen, die sind wir noch am Bauen. Ja, ist alles so gut. Das hier hat auch plus 9. Das hier hat plus 10. Ne, für die Gruppe ist das hier besser. Okay, dann werden wir mal Ressourcen klauen. Auf geht's. An Körperteilen verursacht der Säureschaden, beschädigt zuerst die Rüstung, dann Körperteile. Hm, ja. Ja, da müssen wir mal gucken wieder, dass wir möglichst viel einsammeln. Das macht man sich natürlich immer selbst ein bisschen schwer. So. Da ist eins. Da ist eins. Wo ist denn das, was am weitesten weg ist? Da. Mhm. Also wir müssen quasi in die Hälfte gar nicht rein oder in das Drittel. Und wir müssen hier auch nicht wieder zurück, weil wir theoretisch dahin laufen können. Also würde ich sagen, nehmen wir mal einen, der noch ordentlich Platz hat, wie den. Mhm. Müssen wir halt eventuell nochmal umbasteln dann. Rushen wir einfach weiter nach vorne. Ja. Erstmal dahin. Target located. Aha. Wie will der denn da drüber angreifen? Hä? Achso, weil er hier auf Seite... Nee, keine Ahnung. Wird ja auch nicht angezeigt, dass ich den treffen könnte. Moving to coordinates. So. Ja, den sollte man natürlich jetzt schon erledigen. Vielleicht von da. Das hier wird ein bisschen knapp werden. Der könnte aber ja auch den beim Snipern unterstützen. Machen wir das. Wenn nötig. Ja, das sieht danach aus, wenn wir da noch weitere Angriffe brauchen würden. Ja, und jetzt braucht er die Punkte von dem. Steady. Sauber. Dann
Latschen wir mal hier weiter. I've got to be quick. Der hat auch massiv. Ja, es ist natürlich jetzt dadurch, dass die Beine nicht mehr tragen. Weiß ich gar nicht, ob die Beine, die ich habe, auch ein Gewicht haben. Naja, wir laufen einfach mal dahin. Und das wir dann beim nächsten Mal mitnehmen. Und ja, der kann halt nicht mehr weit. Dann machen wir hier Overwatch. Und dann schauen wir mal. Bisher sehr harmlos. Und sie haben nichts getan. Eventuell wissen sie auch noch gar nicht, wo ich bin. Okay, der sollte zuerst, der nimmt halt hier Krams mit. Mhm. So, dann haben wir da Zeug drauf. Und einmal unten. Da könnte man auch direkt hochklettern. Der hätte auch Platz. Wenn der jetzt springt, dann kann der nichts machen. Okay. What's our plan? Naja, irgendwo müssen halt auch noch Gegner sein. Würde ich sagen, springen wir mal mit dem da hoch oder direkt dahin. Der kann halt nicht mehr wahnsinnig weit laufen danach. Noch ein Feld. Ich weiß nicht, ob der dann runterspringen könnte. Ja, müsst ihr sowieso einen Punkt mehr noch nehmen, um das zu. Das funktioniert nicht. Dann machen wir das hier hin. Dann sammeln wir das nächste Runde ein. Mhm. Ready for action. Ja, das ist nicht der schnellste. Ja, soll der jetzt dahin laufen? Könnten wir machen. Aber wenn da jetzt Gegner auftauchen, habe ich halt nichts mehr zur Hand. Na, laufen wir mal da rein. Und der ist ja auch nicht mehr. Naja, hat noch ein bisschen Möglichkeiten. Und das ist natürlich auch der erste, der entdeckt wird. Channel open. Echt interessant, dass hier überhaupt nichts zu sehen ist. Ich werde mit dem auch erstmal zurückbleiben, bis die da ein bisschen was getan haben, oder? Ja. Ja, zumindest noch diese Runde. Und dann können wir eventuell gemeinsam vorrücken.
Ja. Ach Mist, dem habe ich vergessen, die Pistole auszutauschen durch das Gewehr. Ja. Oder? Hatte der vielleicht gar kein Gewehr? Keine Punkte mehr. Naja, da haben wir jedenfalls einen Gegner. Da kommen sie angelaufen, wunderbar. Okay. Der kann nur zweimal normal schießen. Das war nichts. Nice. Okay. Den müssen wir erledigen. Der muss das hier einsammeln. Der könnte eventuell hier hinlaufen und dem dann ins Gesicht lasern. Ah, ich weiß nicht, wie erfolgsversprechend das ist und wie sinnig das ist. Ich glaube nicht wahnsinnig. Na, die Wand ist da jetzt ein bisschen unpraktisch. Wir könnten eventuell. Ja, wir haben hier zwei, die Ansturm haben, die theoretisch da nachhelfen könnten, wenn die Punkte ausgehen sollten. Oh, shit. Ja gut, da muss ich ja jetzt da. Aha. Ja, super. Schießt der zurück? Nee. Okay. Wie viel Schaden machen wir mit dem Ding? Wenn das zu wenig ist, dann müssen wir das andere auch noch verwenden. Willenskraft, ja, machen wir. So. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir da in die Reichweite kommen. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Ne? Moving to coordinates. Okay. Acquiring target. Der Kopf ist hinüber. Wir könnten halt noch was anderes zum Bluten bringen. Damit ist der Arm weg. Und die nächste Blutung aktiv. Nein! Das war nicht gut. Ready for action. Wahrscheinlich hätte sogar ein normaler Schuss gereicht, um den zu killen. Aber ich meine, da war jetzt auch nur eine Chance zu verfehlen von einem Prozent oder so. Ja, dann müssen wir das jetzt anders machen. Ach, der kann da nicht mehr. Ich meine, er könnte dem ins Gesicht lasern. Ja, hilft ja nichts. Gucken wir mal, ob das von hier
von hier aus geht. Ansonsten muss er runter. Oh, okay. Nee, da passt der Winkel nicht. Der muss aber natürlich auch weg. Okay, der wird sich wahrscheinlich heilen wollen. Wir machen einmal den. Dann das. Der ist auch fast im Eimer. Dann schreien wir hier, oder? Wir könnten auch eventuell... Ne, da habe ich den jetzt auch schon zu weit weggestellt. Da haben wir ja auch Gegner. Ich glaube... Ja, das ist außer Reichweite. Dann wird er jetzt hier einmal schreien, was dazu führt, der kann auch hier hingehen, was dazu führt, dass der wahrscheinlich nichts mehr tun kann, weil der sich vermutlich heilen wollen wird. Den hat er schon gezogen, ja, okay. Ja, dann ist der weg. Also noch nicht ganz, aber quasi. Aiming. Naja, die Chance ist nicht gut, aber... Aber gut genug. Wunderbar. Ja, das, die Fähigkeit hätte ich ja jetzt nicht benutzt. Ich glaube, die macht doch mehr Schaden. Ja, der hat jetzt... Da Option, das macht aber keinen Sinn. Und der ist ja auch jetzt beschränkt. Dann gehen wir einfach mal ein bisschen nach vorne. Und hier können wir ja auch noch overwatchen, falls der also weglaufen will. Machen wir das mal so. Ja. Okay. Bäh. Zug ist vorbei, okay. Okay, aber anscheinend sind da auch gar nicht so viele. Das heißt, wir erledigen jetzt den, heilen uns und dann ist auch gut. Ja, ich hätte... Ne, da wären... Doch, der ist wird sterben hier. Machen wir das. So. Und dann heilen wir hier eine Runde. Zu weit weg. Okay, das nochmal anders. Der hatte was von der Kiste mitgenommen, ja.
So, wir haben da unten einen sitzen. Den würden wir aber, naja, hiermit erschießen. Ready to engage. Wie viel hat der noch? 17. Okay. So. Standing by. Dann wollen wir uns das Ding holen. Der hängt da hinten, aber. Ne? Das ginge. Okay, laufen wir da hin. Ja, ist okay. Wir könnten uns dann noch. Ja, machen wir das so. Den hier. Ja. Attack successful. Dann könnten wir gleich noch mit dem runterspringen, wenn wir wollten. Channel open. So, der könnte den anschießen. Ne, den da hinten, okay. Naja, probieren wir das. Den Arm auch deaktiviert. Gut. So. Den werde ich wohl von mit dem hier nichts erledigen können. Online. Und der tut da auch nicht viel. Ja, der ist leider da nicht zu erreichen. Wir könnten. Mit dem rüberlaufen und den dann umlasern. Ach, da geht's auch schon. Okay, machen wir das doch. Wieso sollte denn das gehen? Zur Not gebe ich dem halt noch die Punkte von dem anderen. Ja, das geht nicht. Der muss aber sterben, also machen wir das da drauf. Ready. Naja. Okay. Noch einer. Der kann jetzt einfach mit nach vorne laufen. Pumps online. Ja, der wird sich wahrscheinlich auch heilen wollen. Der hat keinen Platz mehr im Inventar. Okay. What's our plan? Dann wollen wir den anderen Sniper noch. Ja. I'm on Overwatch. Jawohl. Aha. Berserker. Medkits. Jetzt könnt ihr noch einmal schießen oder laufen, okay. Naja. Gut. Berserker, da hinten. Es wird ein bisschen hart, ihn zu treffen. Aber das ist ja auch sowieso eigentlich ein Nahkämpfer. Er hat zwar eine Pistole. Aber der wird wahrscheinlich zu mir hinlaufen. Das heißt, dann werde ich den auch zu mir hinlaufen lassen.
Meine Maus hängt fest. Ah, jetzt geht's wieder. Der hätte sowieso nur einmal die Möglichkeit. Schießt er zurück? Zurückschießen, ja. Das heißt, den sollte ich mit dem nicht angreifen, sondern irgendwo mit, womit ich den direkt umpusten kann. Ja, das ist gut. Can I do this? Ja. Nein! Lebt der noch? Hat aber fast nichts getan. Okay. No choice but to keep going. Ja, dann laufen wir noch weiter. So, dann. Den Typen hinten in der Ecke, den muss ich erstmal ignorieren. Wir haben hier eine Kiste, die holen wir uns. Der hat noch ein bisschen Platz. Here comes the Phoenix. Piranha. Panzerbrechendes Sturmgewehr. Nice. Benutzt das irgendeine Munition, die ich vielleicht... Bulldog. Ne, das ist ja seine eigene Munition. Nein, behalten wir die mal. Okay. So, jetzt brauchen wir nur noch... Die Kiste, oder? Da müssten da also zwei Sachen drin sein. Was ist der Plan? Vier. Drei. Da kann man aber nicht drüber laufen, oder? Ne. Das heißt, da müssen wir erst noch ein Stück laufen. Ja, oder der springt. Ja. Besser. Let's try this. Naja, der ist böse überladen. Aber das geht schon. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass die alle wieder zurückkommen. Moving to position. Der ist halt so weit weg. Nix mehr. Der könnte theoretisch... Ah ne, da hat er keine... Kann diesen Zug nicht mehr verwendet werden. Ja, ich ziehe aber mit allem weg. Dann laser ich den halt von woanders um. Das passt schon. Nein. Du kannst noch.
Schön. Okay. Er kann sowieso nur einmal schießen. Gotcha. Mhm. Switching. Na, der hätte dann noch overwatchen können, hätte ich das anders gemacht. So, dann du läufst. Ja, da ist er sicher. Dem würde ich eigentlich auch ganz gerne abhauen. Eine Trefferchance haben wir hier nirgendwo. Vielleicht da irgendwo. Ne. Der braucht noch ein bisschen, der kann aber ja auch fliegen. Wunderbar. Der könnte schon abhauen. Von da aus kann er angreifen. Okay. Dann machen wir das anders. Dann gibt der jetzt die Punkte hier drauf. Das heißt, der könnte... Jetzt hätte ich fast schon wieder auf Schießen geklickt. Der müsste also ein paar Meter darüber laufen. Here goes nothing. Ja. I got the kill. I got the kill! Versenkt! Und keine Ammo mehr. Okay, der braucht eine Weile, bis der nach Hause gelaufen ist. Naja, müssen wir trotzdem noch overwatchen. Es ist ja sehr wahrscheinlich sogar, dass da jetzt noch wer neu reinspawnt. Falls da wer kommt. Da hat auf jeden Fall schon wieder einer rumgegrunzt. Okay. Nehmen wir erstmal den. Der ist aber auch nächste Runde raus. Attempting to reposition. Ach, der hatte hiervon auch keine Ammo mehr. Ja, nee, das funktioniert nicht. Dann kannst du... warten wir noch eine Runde. Der hat aber noch Ammo, oder? Stirbt dadurch zwar nicht, aber... Aber tut ganz gut weh. Der könnte in einer Runde weglaufen. Na, hat er Glück gehabt.
Moment, der hatte schon auf den geschossen. Das war vielleicht nicht so gut. Naja, aber ich bin zuversichtlich, dass der das überleben wird. Zumal der Typ vermutlich jetzt erstmal sich heilen wird. Ach, Moment, hier haben wir doch noch. Oh, das war falsch. Damit kann man nicht mehr. Ja, das war Quatsch. Das wollte ich eigentlich auf den anderen setzen. Und den habe ich hier vergessen? Irgendwie schon. Okay. Dann brauchen wir noch ein paar Runden. Naja. Ja, das habe ich wohl verplant. Aber ändert jetzt auch nichts. Also der ist jetzt noch der limitierende Faktor. Ne. Der geht ja mal schön. Targeting. Gotcha. Wiring target. Ja. Daddy. Und weg ist er. Dann sollten wir nächste Runde mit allen raus können, das passt. Jawohl. Ja, der ist zwar halb tot. Und ich hätte den natürlich jetzt mit einem Medikit heilen können, aber die müssen sowieso nach Hause, um in der im Hauptquartier neue Ausdauer zu bekommen. Jo. Die interessantesten Technologien sind im Besitz der Fraktion. Ach ja, und wir haben so eine Waffe bekommen, panzerbrechend. Sollen wir mal schauen. Ja. Wieder. Piranha, oder hatten wir die schon? Dann hatte ich die wohl schon und nicht für nötig befunden, die zu bauen. Okay. Dann nicht. Okay. So, die Gruppe muss jetzt auf jeden Fall zurück nach Hause. Ja. Fliegen wir mal darüber. Oh. Abgeschlossen. Weste. Nebelabwehranlage in Australien. Ja, okay. Okay, also das nächste wäre dann das hier. Ja, das hier sind halt 23 Stunden. Das sollten die doch schaffen. Ah, Moment. Können wir hier? Das ist... Ne, das lohnt nicht. Produktion, stoßresistente Weste.
Wir haben jetzt ordentlich Ressourcen. Müssen wir vielleicht auch mal in den Basen schauen, ob wir da irgendwo noch was bauen sollten. Hier haben wir 3 Slots frei. Wir könnten hier auch noch so ein Archäologie-Labor bauen oder noch ein Kybernetik-Labor. Die haben eine Nebelabwehranlage, ja. Das hier ist halt auch nur ein Forschungslabor. Was die Archäologielabore genau machen, weiß ich gar nicht. Wir bauen einfach noch ein Kybernetiklabor, um nochmal weiter die Forschung zu pushen. Und produziert Forschung. Jawohl. Und dann müssten wir trotzdem gucken, dass wir das hier mal bauen. 720. Naja, ich werde noch ein bisschen sparen. Der Skorpion. Okay. Das wird dann die Sache fürs nächste Mal. Das andere Schiff muss auch noch ankommen. Genau. Dann werde ich fürs nächste Mal die Ausrüstung wieder hier rüber bringen. Und dann werden wir beim nächsten Mal hier diese nächste Story-Quest erledigen. Da sind wir jetzt tatsächlich ein paar Stunden weitergekommen. Ja, die müssen dann regen. Aber danach würden wir wahrscheinlich auch wieder etwas weiterkommen. Dann müssten wir hier hochfliegen. Ich weiß aber nicht mal, ob das hier dann eine Quest ist. Ob wir da nur einmal hinfliegen und dann wieder weiterfliegen. Ja. Und wenn wir noch ein bisschen handeln, jetzt, ich weiß nicht genau, ab wann die, ob das ein Timer ist, also dass die nach 24, also immer um Mitternacht neues Material bekommen oder keine Ahnung, wie das da läuft. Oh. Der kommt auch ganz bald an. Ja. Müssen wir halt ein bisschen handeln, um die Ressourcen nochmal das hier zumindest ein bisschen aufzufüllen, weil wenn wir die Basis bauen, ist das ganz schnell wieder weg. Andererseits können wir das natürlich jetzt auch einfach schon mal anfangen. Einfach mal aktivieren. Und dann können die hier schon mal anfangen, Sachen zu bauen, wie diese Reparaturanlage und die ja, also diese Satellitendingsbums und Nebeldings. Machen wir das. Dann sparen wir nicht. Aktivieren wir das jetzt. Da kommt auf jeden Fall dann die nächste Basis hin. Oder? Oder sollen wir die woanders hinbauen? Ich meine, die können sowohl... Na, wenn hier unten irgendwas auftauchen sollte, dann kommen die da natürlich nicht hin. Die Sachen, die am weitesten weg sind, das hier, da habe ich ja schon eine Basis. Da könnten wir eine bauen. Aber da ist halt auch gar nichts. Von daher bin ich da eh recht sicher. Das hier unten ist schon das, was am mit diesem Blob hier am gefährdetsten ist. Ich mache das hier. Näher aktivieren. Mhm. Das ist nicht Charlie. Das ist... ja. Das ist... Südamerika. So, Trainingseinrichtungen, die... können wir sogar brauchen. Den Stromgenerator müssen wir auf jeden Fall reparieren. So, wir haben eine Krankenstation. Wir müssen auf jeden Fall bauen, dass die ja keine Satellitenverbindung haben.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall bauen. Und dann bauen wir eine Nebelabwehranlage. Ob wir das hier jetzt reparieren oder nicht, macht wahrscheinlich nicht den riesigen Unterschied. Ach komm, machen wir das. Jawohl. Wow, 48 ist schon eine ganze Menge. Na komm, machen wir. Ja. Da geht natürlich insgesamt nicht so wahnsinnig viel drauf. Krankenstation. Die haben aber keine... Ach, die Krankenstation... Ne, Moment. Wohnräume ist nochmal extra. Plus 2 Stamina. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man überhaupt Wohnräume braucht. Ich denke aber ja. Ja, bauen wir einmal Wohnräume. Ich meine, klar, wenn das hier erreicht ist, dann ist auch vorbei. Aber bauen wir hier noch einmal Wohnräume hin. Dann haben wir jetzt aber echt nichts mehr davon. Ich könnte aber auch nochmal schauen, was wir verschrotten können. Da müsste ich sowieso nochmal durchgehen. Gucken wir mal. Ja, das Ding war ja nicht schlecht. Das wollte ich, glaube ich, nur nicht bauen, weil das den Aufwand nicht wert war. Bilderstürmer, das kann weg. Säurepistole. Mal hier das Schwert weg. Virusgewehr. Da können wir... Wir haben ja sogar noch welche davon ausgerüstet. Eins. Also das kann auch weg. Wir haben 9 hiervon. Ich glaube, die brauchen wir nicht, aber lassen wir mal ein paar über. Laserscharfschützengewehr. Dann auch weg. So. Pistolenmagazin von der Pistole, die wir nicht mehr haben. Ja, wunderbar. Naja gut, das kann auch... Das ist alles für unseren Priester. Das soll's hier aber dann auch sein. Mit den Rüstungen, da muss ich einfach beim nächsten Mal... Oder nicht beim nächsten Mal, sondern irgendwann gucken, wenn wir alles fertig haben. Wenn wir... Na, eigentlich haben wir alles fertig. Da müsste ich nochmal schauen. Aber das sollte es für dieses Mal gewesen sein. Beim nächsten Mal schauen wir dann hier dieses, wie hieß es? Der Skorpion an. Ich glaube, da sollen wir wieder eine neue Waffe bekommen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Wie sieht es mit der Forschung aus? Produktionsroboter, 6 Stunden. Na gut, ja, das dauert halt alles. Also beim nächsten Mal hier der Skorpion. Neue Folgen immer samstags und sonntags. Gerne auch den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Danke fürs fleißige Kommentieren. Über Likes freue ich mich auch. Und damit ciao. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.